Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Kaffler TV. Mit euch, mit mir. Und mit dem MSV Duisburg sind wir zurück. Ja, ein paar Tage sind vergangen seit der letzten Aufnahme. Hier ist hier was Neues. Oh, Wolze, was mit Wolze? Wolze wird gelobt von Sandhausen. Ja, das ist natürlich schön. Aktuell auf der Tabelle sind wir auf Platz 12. Sehr schön, sehr, sehr schön, wie er heute gegenführt. Ist ein sehr starker Gegner auf Platz 8. Was heißt sehr stark? Er ist kein schlechter Gegner. So, Bajic hat die rote Karte, das heißt, für ihn wird Boomheuer heute kommen. So, mal schauen wir mal hier. Genau, ich werde definitiv. Wolf hat ein richtig gutes Spiel letztes Mal gemacht, den werden wir lassen. Er kann auch RM tatsächlich spielen. Wolf, interessant. Arminio wird auch erstmal hier bleiben. Ich bin mit Tomani auch zufrieden. Jetzt müssen wir gucken mit der Ubina-Lösung. Ubina möchte ich nicht gehen lassen. 28. Ja. Ich möchte eigentlich auch wenig Spielzeit geben. So, Krote. Das haben wir auch schon lange nicht mal spielen lassen. Ich bin so motiviert, Jungs. Ich bin so motiviert. Ich werde die irgendwann hier raus. Und dann werden wir mal. Ich finde, mein Pockenberg kann auch mal wieder spielen. Riveros. Holland ist. Obwohl, das ist eigentlich noch ein junger Spieler, Holland. Obwohl ich auch mal Albudat eigentlich bringen könnte. Obwohl, wie sieht es denn aus, wenn ich Jan jetzt springe? Er ist halt schon erfahren. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Wir haben halt so eine starke Verteidigung, obwohl wir viele Tore kassieren. So können wir so spielen. Ja. Dann würde ich sagen, rein in die Partie. Ich werde aber nicht schneiden, weil ich bin zu faul. So. Ich habe manchmal überlegt, wie ich das mache mit FIFA. Soll ich die mehrere Partien in einer Folge machen und schneiden? Aber das glaube ich ist auch nicht. Gut, soll ich irgendwelche Themen reden? Ich finde halt FIFA ist immer so ein Spiel, da geht man praktisch über das Aktuelle reden, was gerade im Spiel passiert, und das ist halt kein Spiel, wo du einfach über was im Real Life über irgendein Thema redest. Guck mal, das war unsere damalige B11. Die werden wir auch mal wieder spielen lassen, aber heute spielen wir so. Ja, ich finde es jetzt echt besser mit dieser eine Spitze im Sturm. Und zwei rechts aus, zwei außen und zwei in der Mitte. Und dafür eine stärkere Verteidigung, meiner Meinung nach. Gut, ja, rein in die Partie. So. Schau gerade noch ein YouTube-Video an. Rein in die Partie. MSV Duisburg gegen Greuther Fürth heute im Waldstadion. Das heißt, wir spielen zu Hause. Das gibt uns den Heimvorteil. Spielkommentatoren, das kann man eigentlich wegstreichen, denn ich bin hier der Spielkommentator. Zurzeit sieht es wie folgt aus: Greuther Fürth auf Platz 8, Duisburg auf Platz 12. Wir haben wirklich gut aufgeholt in den letzten Spielen. Liegt es eventuell auch an den Neuverpflichtungen? Man weiß es nicht. Duisburg spielt auf jeden Fall besser in den letzten Spielen. Fakt. Treffsicherste Vereine Duisburg. Ja moin. Wie das denn? Wir waren immer die Mannschaft, die verloren haben. Seit wann sind wir treffsicher? So, heute sind wir so aufgestellt, ihr habt es ja schon gesehen, mit Amini und Wolf, wie auch in der letzten Partie. Und Janic auch nochmal. Und Pockenberg ist eigentlich die große Änderung in dieser Partie. Links außen statt Riveros. Ich denke mal, Riveros hat man sich eine Pause verdient. Und das ist auch eine starke Mannschaft hier mit Wurz, Sebastian Freis, Militz auch gut, Caligiuri ist auch gut.
Röcker ist sehr erfahren, Andreas Hofmann, guter Spieler. Das wird nicht einfach, das wird nicht einfach. Aber mit einem Unentschieden wäre ich auch schon zufrieden. Also das ist unser Ziel. So, erste Aktion von Fürth und ja. Wir sind noch in der Aufwärmphase, sagen wir mal so. Natürlich nicht gut. Und jetzt hier, erste Aktion, raufgespielt auf Santoria und der hat den Ball, der hat den Ball und der flankt auf Domané. Oh, Latte. Das war eine richtig gute Chance hier in der vierten Minute. Boomheuer auf Marius Wolf. Der versucht hier den Alleingang. Und der war nicht schlecht gewesen. Der war nicht schlecht gewesen. Nicht schlecht. Und ich glaube, ich muss langsam die Schwierigkeit wieder erhöhen auf Weltklasse. Profi ist, glaube ich, schon zu leicht mit unseren 5 Torchancen, die wir jetzt in den ersten 10 Minuten hatten, geführt. Ah, das war jetzt nicht gut gespielt. Kiasula, kurz auf Wurz, der sieht hier Stiepermann, der sprintet jetzt vor auf der Außenlinie, sucht hier die Flanke, aber kommt nicht richtig zur Aktion. Tomane, 2 Schüsse, 1 aufs Tor. Peitschen wir mal das Team nach vorne. Hofmann. Zurückgespielt auf diesen Mann, der sieht hier frei. Solides Passspiel von Greuther Fürth. Durchs kann nichts machen. Ah, hier Pockenberg-Exaktion von ihm. Und ist das hier Abseits? Ja. Abseits, 16. Minute. Ich glaube, es war schon fast unabsichtlich, die Abseitsfalle. Komm, spielen wir mal ruhig. Wir stehen recht gut in der Tabelle, brauchen wir jetzt nichts riskieren. Schön, Janic. Auf Boomheuer. Und jetzt, ich versuche mal hier ein bisschen langsam zu spielen. Santoria auf Daniel Pockenberg. Der sieht hier Marius Wolf außen. Und der versucht es wieder. Und der versucht es wieder. Pockenberg! Ah, ja. Richtig gute Chance hier von Duisburg. Und das war jetzt schlecht gespielt. Reis mit dem Einwurf müsste der erste in dieser Partie sein. So, Lupfer auf Heidinger. Gute halbe Stunde gespielt, steht noch 0-0, also das ist nicht schlecht. Ich möchte auf jeden Fall kein Gegentor kassieren. So, Janic kann irgendwie noch den Ball hier retten und auch Wolf spielt mal hier ein bisschen weiter nach außen. Meißner, sieht hier Fälscher. Da wollte ich gar nicht hinpassen. Ah, schade, dass Janic nicht gelaufen ist. Wahrscheinlich wegen dem Abseits. So, Gyasula auf Hofmann. Und jetzt hier recht schnelles Spiel in die Offensive geht hier Greuther Fürth. So, ah, schlecht gespielt von Duisburg hier im Strafraum Berisha, aber Boomheuer klärt das sauber. So. Ja, man hat es mal versucht hier mit diesem Lupfer, aber der ist nichts geworden. Stiepermann. Er ist wahrscheinlich gleich mit der Flanke. Poppenberg mit der Grätsche versucht ihn abzufangen, aber schlechtes Timing. Amini Janic. Auf Marius Wolf. Und der will flanken. Auf Amini. Aber
nicht richtig nutzen können, mal wieder. Oh, das könnte gefährlich werden. Freis. Erste Probe für unseren Torhüter. Ball verloren. Schiepermann, Pockenberg. Pockenberg mit einem guten Spiel eigentlich bis jetzt, finde ich. Der eine Torchance und der spielt immer, was das Kretsch, der spielt immer wieder gegen den Gegner richtig gut. Fängt die Bälle ab. Nee, nicht schlecht von ihm. So, neue Halbzeit, neues Glück. Wolf. Und ich würde mal sagen, versuchen wir es. Unser Glück. Ah, das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Und hier, was machen die denn? Spielen hier die Duisburger? Mané und abgefangen von Rücker. Abgefetscht, besser gesagt. Man kann es ja mal versuchen, die lange Bälle. Manchmal klappen sie ja. Gefährlicher Eckball. Latte. Schiepermann auf Reis und jetzt hier Kontermöglichkeiten nicht ausgenutzt. Abseits aber. 55 Minuten gespielt, das werden wir aber auch gleich mal auswechseln. So. Ich bin überlegen, ob wir vielleicht eine defensive Haltung einnehmen. Oder hier, das ist auch interessant. Versuchen wir hier mal ein bisschen zu wechseln. Auch einen anderen Stürmer? Nein, haben wir natürlich nicht. Denke ich, da werden wir sogar tatsächlich noch Quote reinbringen. Mal eine andere Taktik versuchen hier. Ah, Taktik hast du das schon übernommen? Gut. Ah, Mini. Ei, das war schwach. Von dem Australier meine ich. Das ist Arminia, Australien oder Neuseeland, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass man früher für Dortmund gespielt hat. Keine Ahnung, wieso ich das weiß. Es war einfach so ein Spieler. Den habe ich mir einfach gemerkt. Keine Ahnung, wieso. Ich glaube auch wegen seinem, wie nennt man das, einzigartiges Aussehen, weil nicht jeder hat so eine Frisur. Und deswegen konnte ich den mir wahrscheinlich gut merken, damals als Kind. Ja, die Lupferpasse, Pässe. Funktioniert nicht so und hier Handspiel. Ich würde mal sagen, versuchen wir es einfach mal. Naja. So viel zu versuchen. Marian Sauch hier mit einer Chance. Ja, das war der Kopfball. Ja, hier an die Latte. War knapp gewesen. Mm.
Piazzolla auf Hofmann, jetzt wird's gefährlich. Aber Meißner ist da. So lang gespielt, aber den Ball kriegen wir nicht mehr. Ne. Unerreichbar. So, schön gespielt von Fürth. Muss man ihn lassen. Schöner Pass. Eck, Flanke. Stark, stark, stark. Starke Flanke, starker Kopfball. Nur das Tor hat man nicht so richtig getroffen. Schön stark von Albudat. Und so wollte ich gar nicht passen. Aber sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. 1-0 Führung. Für Duisburg in der 72. Minute. Tatsächlich wollte ich hier auf Amini passen, aber das Spiel wollte anders und da haben wir so Glück gehabt und ja, machen hier das Türchen. Das ist gut, das gefällt mir. Oh, oh, den müssen wir stoppen. Das war fast ein Eigentor gewesen. Amini. Ah, schlecht von uns gespielt. Oh, oh, sehr gut. Oh, 1-1, Ausgleich. Traumtor. 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 Richtig schönes Tor. Man sieht bei der Wiederholung gar nicht so gut. Guck mal hier, richtig schön Volley. Ah, Traumtor. Traumtor. Und ich hab's euch gesagt, Johannes Wurz ist ein guter Spieler und hier macht er das Tor. Ein bisschen ärgerlich, aber sagen wir so, ist mir eigentlich egal. Hauptsache ein Puck ist drin, weil wir stehen echt gut gerade in der Tabelle. Also macht das mir nichts aus, dass wir jetzt hier nicht gewinnen. Janjic! Militz ist da! Glanzparade vom Torhüter. Und deswegen nehme ich zum Beispiel so einen Janjic mit. Der hat vielleicht nicht die beste Gesamtwertung, wenn man mit anderen vergleicht, aber er ist halt etwas älterer Spieler, hat die Erfahrung und weiß, wie man vom Tor in welcher Situation schießt. Und Chanturia jetzt erstmal mit der Ecke und es wird ein Tor, ich sag's euch, oder auch nicht. So, aber wir kriegen einen Einwurf, so wie es aussieht. So, Krote auf Amini und er denkt sich, das gibt Foul oder was? Chanturia. Sieht gut aus, sieht gut aus. 86. Minute. 2-1 für den MSV Duisburg. Hier gegen Greuther führt. Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Heieieieieieieiei. 86. Minute hier mit einem Traumtor. Es ist meiner Meinung nach Kandidat Tor des Monats. Es ist wirklich ein sehr schönes Tor von Chanturia hier, die Nummer 36. Schön. Da kann man auf jeden Fall klatschen. Zweites Tor in dieser Saison für unseren RM rechtes Mittelfeld. Ja, schön, das gefällt mir. Jetzt dürfen wir es noch nicht vermiesen. Nein! Oh! Das war knapp gewesen. Gute Chance. Team nach vorne peitschen. Let's go! Vukušović. Kolka. 4 Minuten Nachspielzeit. Ist noch 2 Minuten. Nein, versaus nicht, versaus nicht. Nein, ey! Oh, ich
dachte schon gerade, es gibt Elfmeter. Nein, was macht die Obina? Scheiße, ich habe aus dem X gedrückt. Sonst wäre das hier 3-1 geworden. Abseits. So, wer darf hier den letzten Schuss austragen? Ich denke mal, es darf ein. Sagen wir mal, Janjic, unser erfahrener Spieler, der macht jetzt hier noch ein Freistoßtor. Oder nicht. So, Abpfiff. Super Spiel, Jungs. 2:1 gewinnen wir hier zu Hause. Klasse. Jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal richtig gut Punkte gemacht. Wichtig auf jeden Fall. Ich glaube, das ist tatsächlich Tabellenzehnter oder so in der Tabelle möglich, meiner Meinung nach. Komm, ich gebe es kein Endergebnis, ich möchte ins Menü. Tabelle 9, Hammer. Traum. Wie einfach vier Mannschaften mit 26 Punkten sind. Und auch hier der Aufstiegskampf wäre tatsächlich für uns sogar noch drin. Nur 4 Punkte fehlen auf Platz 3. Ich finde es einfach so interessant hier. In FIFA, also das ist eine richtig spannende Saison. Warte, wie ist der Stand? Was, RB Leipzig auf Platz 17 hier in FIFA? Malweise steigen die mal auf in FIFA 16, meiner Erinnerung nach. Bochum und St. Pauli haben gute Chancen. Nürnberg steigt wohl nicht auf. Ist interessant. Deutscher Pokal. Ach, Darmstadt, okay, in diesem Viertelfinale wegen uns. So, und schauen wir mal, was hier die erste Bundesliga nochmal macht, wie die jetzt aus der Winterpause gekommen sind. Bayern in der Führung, hebt sich langsam und sich ab. Tatsächlich kann man wirklich sagen, also ein bisschen Schalke, ein bisschen Wolfsburg ist noch Gegner, aber man merkt, Bayern hat wahrscheinlich wirklich hier den Titel drin. Schon 5 Punkte auf Wolfsburg und 9 Punkte auf Schalke und 12 Punkte auf Dortmund, das ist richtig stark. Ingolstadt wird sehr tief absteigen, Darmstadt wahrscheinlich auch und eventuell auch Bremen. Interessant, Frankfurt sieht auch nicht gut aus. Interessant, interessant. Pressekonferenz. Dann muss ich doch mal uns loben. Das Spiel war gut gewesen. So, ich sag mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es heißt Duisburg gegen Bochum. Ich bin überlegen, ob wir jetzt simulieren, aber eigentlich ist es sinnlos zu simulieren. Wie viele Spiele sind es noch? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dann ist die Saison auch schon zu Ende. Schön, 15 Folgen noch. Na gut, dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann, euer Karl Fluffer TV.